So, jetzt müssen wir uns um die Kriminalität kümmern. Na, ist eigentlich alles dasselbe Prinzip so ungefähr. Wie viel kostet das? 12.000, Scheiß. Können wir uns erstmal nur eine leisten, ne? Hierhin. Wir brauchen neue Leute. Auf jeden Fall. Wie sieht es denn sonst so aus? Wasser geht's ganz gut. Strom nicht gut. Nicht gut. 80%. Ja, man muss natürlich auch gucken, dass man neue Kraftwerke baut und alles pipapo, ne? Sieht schon besser aus. Müll ist immer ganz. Naja, so ist es nicht nett, aber. Na, es geht langsam in diesen Bereich hier hin. Heilungskapazität ist natürlich jetzt wesentlich höher, aber wir haben noch mehr Kranke. Ja. Vielleicht hier mal auf 80. Weil sonst kann ich mir. Aber das, der Kontostand und das. Es ist auch immer dunkel hier. Wir brauchen neue Gebiete, auf jeden Fall. Hier könnte man da auch noch einziehen, ne? Oder? Na, hier würde ich jetzt nicht raten. Und da auch nicht so, oder? Nee. Hier so ein. Aber nur bis da. Naja. Strom werden die doch wohl hoffentlich hier haben. Verbinden. Nee, das brauchen wir jetzt nicht verbinden. Aber das Wasser wieder mal. Oh, nee, 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 nee. Dieses Geld hier, ne? Schon wieder alle, toll. Silber war das neue Schwarz. Jetzt ist Orange das neue Schwarz. Aha. Hashtag Orange ist Schwarz. Neue Dienstleistung. Freiheitsstatue. Ah ja, diesen Gedöns habe ich ja auch alles. Das weiß ich. Okay. Tja, wir haben jetzt nicht mal. Wir haben noch nicht mal eine Bildung. Nicht mal eine Schule. Wie würde die kosten? 10.000. Was sagen denn die Richtlinien eigentlich? Richtlinien können zur Beeinflussung bestimmter Aspekte ihre Stadt eingesetzt werden. Verleihen die oben drei noch einen besonderen Touch. Wenn sie anpassen möchten, wo bestimmte Bürgertypen leben, was sie tun können oder welche Industrie angestattet sind, können sie diesbezüglich Richtlinien aufstellen. Richtlinien können für die ganze Stadt oder einzelne mit dem Stadtviertelwerkzeug erstellte Stadtviertel aufgestellt werden. Wählen Sie zum Aufstellen von Stadtviertelrichtlinien ein Stadtviertel aus, gefolgt von den Richtlinien, die Sie für es aufstellen möchten. Mann, ich immer mit meinem Vorlesen, ne? Besteuerung und Stadtplanung geht noch nicht. Was ist denn der Stromverbrauch? Stromsparen ist wichtig und der beste Weg dazu ist, in Gebäuden Stromzähler zu installieren. Ringert Stromverbrauch moderat. Kostet natürlich auch ein bisschen. Halbieren Sie durch die Installation von Wasserzählen in Gebäuden die Duschzeiten Ihrer Bürger und zeigen Sie ihnen den Weg zu einem bewussteren Wasserverbrauch. Machen wir alles mal.
Ja, machen Sie das Leben Ihrer Bürger sicherer und erleichtern Sie der Feuerwehr ihre Arbeit, indem Sie in Gebäuden Rauchmelder installieren. Naja, gut, kostet erstmal, aber kommt uns hoffentlich noch zugute. Wir haben es ganz schön ins Minus gegangen. Okay, Wasserverteilung. Ich muss das leider ein bisschen runter machen. Ich muss das jetzt mal alles beobachten hier. Ja, genau. Das passt wohl noch. Und der Strom. Naja, das sind eher so die Probleme. 75. Muss sparen, wo ich sparen kann. Geht noch. Müll. Müll kann ich auch ganz runterstellen, erstmal. Ich kann auch neues Land kaufen, übrigens. Hier sind wir wahrscheinlich. Hier kann ich noch mehr kaufen, wenn ich denn mehr Geld hätte. Geht also auch. Wir sind fast eine winzige Kleinstadt. Haben wir eine Oberschule, Haustierverbot, Rauchverbot, Dekoration. Okay. Bankrottalarm. Die Stadt ist am Rande des Bankrotts. Sie müssen Dienstleistungen stilllegen, um Geld zu sparen. Oder aber mehr Einnahmen durch Steuererhöhungen erzielen. Sie können auch Darlehen aufnehmen, sofern welche zur Verfügung stehen. Notverkauf. Tja, erste Stadt, naja, gut. Bildung ist natürlich noch nicht vorhanden. Zufriedenheit, naja, es geht, ne? Aber okay, wir heilen mehr, als wir können. Gesundheitswesen muss leider deutlich runtergeschraubt werden. 70, ne? Ich muss das mal testen hier. So. Was gibt's hier noch? Feuerwehr. Feuersicherheit. Gefahr hoch. Und Dietrich. Dietrich ist hier fast überall. Und hier ist sie, glaube ich, wohl ein bisschen höher. Aber ich weiß nicht. Nein. Ja, aber gut, aber da müssen wir auch was einsparen, leider. Auf 80 mache ich mal. Das nützt nichts. Ah, das ist aber trotzdem eine Katastrophe. Wenn wir so doll ins Minus gehen. 20% Gefahr. Und die Kriminalitätsrate ist nicht so hoch. Ja, ich werde auch Kontrollen und Streifen. Eine gute Verkehrsanbindung. Wir haben ja erstmal nur einen. Der Verkehr ist natürlich so eine Sache. Na, ist aber nicht hoch. Ist eher niedrig. Oder hier so. Oder mittelmäßig höchstens. Jetzt sind wir eine winzige Kleinstadt. Eine boomende Kleinstadt will ich aber sein. Naja. Aber mehr Geld haben wir dadurch auch nicht. Wir brauchen Darlehen. Stufen. Gebäude höherer Stufen bringen Ihnen mehr Steuereinnahmen ein. Zum Stufenanstieg von Gebäuden müssen Sie dafür sorgen, dass die Leute in der Stadt gebildet sind und dass der Bodenrichtwert hoch ist. Ja toll, sie sind auch nicht gebildet. Natürlich alles schlecht. Das ist nämlich das hier. Aber wir haben gar kein Geld, um Schulen zu bauen.
Naja, wir können die Polizei nochmal runterstellen. Da wir nur eine haben, will ich da nicht zu sehr. Bildung haben wir im Moment gerade gar nicht. Können wir ganz runterstellen. Dekoration können wir uns im Moment nicht leisten. Weg. Aber haben wir eh, glaube ich, keine Kosten von, ne? Einzigartige Gebäude. Ach, mach alles mal weg hier. Erstmal. Obwohl, ich mache das mal auf 70. Und das auch. Wasser sieht gut aus. Strom relativ. Aber es ist ordentlich. Es ist viel zu viel Minus. Aber wir haben eben natürlich einen Bonus gemacht. Dafür, dass wir aus. Ja, wir sind jetzt halt. Eine kleine Stadt. Dadurch haben wir ein bisschen weniger Minus. Ja, noch ein Darlehen gibt's nicht. Ah, Mann, wir müssen aber die Steuern wieder erhöhen, oder was? Auf 13. Strom kann ich nicht weiter runterstellen, so. Bisschen Wasser. Das ist alles so, Oh, das ist ein schmaler Grat hier. Da ist auch die Verschmutzung. Okay, jetzt ist das Trinkwasser ja auch sauberer. Deswegen sind nicht mehr so viele krank. Ja, wenn man das alles vorher genau wüsste, ne? Gewusst hätte. Naturrohstoffe gibt es hier. Erz, Wald, fruchtbares Land, Öl. Bodenrichtwerte. Das ist alles so hier, ne? Freizeit. Ja, ist natürlich noch ein bisschen schlecht. Haben wir natürlich noch nichts. Stadtviertel, ja gut, brauchen wir jetzt nicht. Ich muss mal gucken, wie sich das entwickelt hier. Im wahrsten Sinne. Aber das wären 50.000. Was heißt denn das? Gehört die Stadt nicht mehr mir? Ich wehre mir noch ein bisschen mit. Ich kann jetzt auch nichts bauen, ne? Das nützt auch nichts, dann ist es ja ein bisschen verdreckt. Ja, das nochmal. Kannst du machen, nix. Hier geht noch ein bisschen was, okay. Und hier so. Ja, das ist ein bisschen viel zu viel Minus. Dekoration und so, das können wir alles, hätten wir uns alles, wir alles haben können, einzigartige Gebäude, aber. Haustierverbot. Verringert Müllansammlung etwas. Aber auch die Zufriedenheit. Erhöht die Bürgergesundheit etwas. Und Zufriedenheit, Geht noch gar nicht, nein, nein. Was sollen wir machen? Wir müssen. Man muss die Steuern sehr hoch setzen. Kann ich sie nicht volle Kanne setzen?
sind aber alle unzufrieden, ne? Oder wann kommt das? Ich warte nur drauf. Bringt das überhaupt viel? Hm. Oder nur eine Zeit lang hochsetzen oder runter? Sind alle glücklicher hier so ein bisschen? Der natürlich nicht. Gib mir Steuern, los. Nützt nichts. Ist noch ist ein Plus. Ja, die beschweren sich natürlich. Wenn ich es auf 20 mache. Muss ich mal beobachten. Wir brauchen Geld. Ich weiß nicht, was passiert. Will ich meine Stadt verkaufen? Habe ich... Ja, aber ich müsste sie doch noch spielen können, oder? Oder heißt sie dann nicht mehr Prophethausen? Gehört ihr dann ein... Wen auch immer? Ich weiß es nicht. Aber es ist unsere vierte Folge. Und ich kenne das Spiel vorher nicht. Hab nirgends so Let's Play geguckt. Ist natürlich wieder ein bisschen schlecht. Ah, okay. Müssen wir doch noch ein bisschen erhöhen. 22. Ach, die meckern ja eh, also. Von daher. Ich muss erstmal wieder deutlich ins Plus geraten, eigentlich. Aber dann ziehen die doch. Ach, Mann. Das ist gibt es keine Errungenschaften, ne? Hm. Machen wir auf 25. Zieht nicht aus, Leute. Ich weiß, dass Steuern zu hoch sind. Aber es geht nicht anders. Ich brauche eure Kohle. Eure Kohle. Ja, ich würde ja Dekoration machen, damit euch wieder. Damit ihr ein bisschen wieder zufriedener seid. Ja. Ausgaben, Ausgaben. Hier sieht man die ganzen Ausgaben. Das sind für Darlehen. Das sind für die Richtlinien. So viel nehmen wir davon ein. Einnahmen 7000. Muss ich auch mal ein bisschen mehr darauf achten. Ah, die Richtlinien sind einfach zu teuer, ne? Hier doch nicht. Hier. Muss natürlich noch aktualisiert werden. Jetzt ist der Strom natürlich auch wieder so ein bisschen blöd. Jetzt haben wir mehr Einnahmen, aber die Leute sind natürlich unzufrieden. Man muss einfach mehr hier drauf achten. Aber ich komme jetzt erst so langsam rein, wo es fast schon wieder zu spät ist. Und müsste ja bald, naja, ich würde vielleicht auch irgendwann nochmal neu anfangen zu nutzen. Aber mal abwarten. Jetzt sind natürlich nicht so hohe Richtlinien.
Das ist natürlich jetzt wesentlich höher. Aber da muss man hier immer alles beobachten. Das ist echt schwer. Schwer, ne? Ich wollte gerade sagen, schwierig. Ist auch. Ja, aber die Leute hauen ja dann ja wieder ab. Also muss ich die Steuern auch wieder ein bisschen senken. 20%. Ah, die randalieren ja schon bald. Das wird ja, das soll ja nicht weniger werden. Es ziehen immer welche aus. Davon sind wir natürlich weit entfernt. Die Bilanz ist immer noch gut, ne? Ja, ist die Frage. Ja, aber der Stromverbrauch ist echt, glaube ich. Wenn man das jetzt anschaltet, steigt das natürlich hier wieder. Es muss immer eine Woche vergehen, wahrscheinlich. Vergesst uns nicht, die neue freigeschaltete Dienstleistung anzusehen. Ja, ja. Ich schalte immer was frei, aber na gut. Jetzt ist das natürlich wieder kurz vor knapp. Aber die hauen ja halt auch ganz schön ab. Das ist natürlich auch doof. Das ist zu teuer. Das möchte ich nicht. Noch nicht. Muss ich dann noch weniger für ausgeben. Für Polizei und für Feuerwehr. Und für die Gesundheit. Ja, muss man hier alles. Und fürs Wasser kann ich auch weniger. Strom, ja, jetzt auch natürlich auch weniger. Ist aber immer noch ein Minus. Ach. Und so viele Leute. Nein, alles stehen. Die ziehen alle aus, oder was? Oh, mal gucken, was wir in der nächsten Folge machen.